Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich aufrichtig, heute Abend hier im Wartesaal zu Gast sein zu dürfen. Und ich spüre schon, Sie alle sind irgendwie gut drauf. Irgendwie so beseelt, so hoffnungsfroh und voller Vorfreude. Denn der Mai ist gekommen. Mit Glöckchen, Bock und Baumausschlag. Der Winter zerrinnt, der Mai beginnt. Die Blüten keimen auf Gartenbäumen und Vogelschall tönt überall. Na und? Wer will das hören in diesen verfinsterten Zeiten? Das Lärmen der ganzen Vogelschar. Amsel, Drossel, Fink und Star fliegen am Gesäß vorbei, wenn Marder, Dachs und Leopard die Idylle pflügen. Nein, das wird in diesem Jahr nichts mit den großen Gefühlen im Mai. Wonne in die Tonne. Da ist doch viel Verunsicherung, viel Verwirrung und vor allem viel Zukunftsangst in den Gemütern. Der Krieg beansprucht die Vaterschaft über alle Dinge. Das Klima ist ein Desaster. Die Inflation frisst die eisernen Reserven auf der hohen Kante. Und mehrmals täglich grüßt das renitente Murmeltier aus der Parteizentrale der FDP. Und jetzt, doch jetzt, meine Damen und Herren, kommt es so richtig dicke. Ich will Ihnen ja hier nicht in die Maibowle spucken. Aber wenn ich den Auguren und Fulguratoren glaube, und das tue ich, dann kündet der Mai in diesem Jahr nicht von saftiger Wollust und wollüstigen Säften, sondern von einer der größten Katastrophen, die unsere gebeutelte Welt in den vergangenen 10 Jahren heimgesucht hat. Und ich spreche hier nicht von der Eskalation des Bürgerkriegs im Sudan. Da sind ja bald alle Deutschen evakuiert, also kein Grund zur Sorge. Ich spreche auch nicht von der drohenden Hungersnot in Nigeria oder am Horn von Afrika, wo in Somalia, Kenia und Äthiopien jetzt schon alle 48 Sekunden ein Mensch an den Folgen von Unterernährung elendig verreckt. Und ich spreche auch nicht von den gewaltigen Flutwellen, die den Küstenregionen der Erde schon in naher Zukunft drohen, weil in der Antarktis das Eisschelf des sogenannten Weltuntergangsgletschers in einem nie dagewesenen Tempo dahinschmilzt. Nein, viel schlimmer. Viel, viel schlimmer. Meine Damen und Herren, sollten Sie jetzt zu den besonders sensiblen Menschen gehören, deren Frustrationstoleranz schon seit längerem gleich null ist, dann bitte ich Sie jetzt umzuschalten. Zum Beispiel auf RTL, wo die ewigen Fernsehlausbuben Gottschalk und Jauch mit der quietschenden Allzweckwuchtbrumme Schöneberger mal wieder nicht wissen wollen, was passiert. Und die anderen, die trotz dieser Schockwarnung hier bei uns im WDR bleiben, halten Sie sich jetzt bitte gut fest. Sie müssen jetzt ganz stark sein. Also, so wie es aussieht, besteht eventuell die nach wie vor eigentlich schier undenkbare Möglichkeit, dass Bayern München in diesem Jahr nicht deutscher Meister wird. Wäre das nicht furchtbar? Der Vorstandsvorsitzende der Ledernen, Olli Kahn, der Titan, der Beißer, der Würger, der inzwischen aussieht wie der kleine Bruder von Donald Trump, der Mann, der mit dem Satz Eier, wir brauchen Eier, das oberste Gebot der höheren Fußballschule formuliert hat, sprach angesichts der drohenden Zweitplatzierung von einer Katastrophe, die ein gewaltiges Beben auslösen werde. Die Menschen in der Osttürkei und im Ahrtal haben bereits Spendenkonten eingerichtet. Für die zu erwartenden Opfer in der Säbener Straße in München. Olli Kahn hat sein Katastrophengeschwätz übrigens genau an dem Tag in die Mikrofone der Weltpresse genölt, als Stockholmer Friedensforscher die Höhe der weltweiten Ausgaben für Militär im vergangenen Jahr bekannt gegeben haben.
2,24 Billionen Dollar, und zwar die europäischen Billionen, die mit den 12 Nullen. Das sind 2240 Milliarden für Massentod und Zerstörung. Und in diesem Jahr wird diese Zahl noch deutlich höher sein. Das ist eine Katastrophe. Außer natürlich für die Kriegsgewinnler und Krisenprofiteure. Denn wenn von dieser gewaltigen Summe nur 1% als Reingewinn in ihre prall gefüllten Kassen fließt, dann sind das 22,4 Milliarden für die skrupellosen Händler des Todes in einem einzigen Jahr. Was könnte man mit diesem Geld alles Sinnvolles tun? Zum Beispiel die Katastrophe bei Bayern München verhindern. Für 22,4 Milliarden, da kriegen Sie 560 Mittelstürmer von der Preisklasse eines Robert Lewandowski. Das müsste doch reichen. Ne? Apropos, viele befürchten ja, dass bei dem Dusel, den die Dussel aus München haben, es am Ende der Saison doch noch reichen wird. Von wegen. Die Bayern kriegen nämlich zuerst in Leipzig ein deftiges Allerlei und dann müssen sie am letzten Spieltag nach Köln zum FC. Da werden sie dann aus dem Stadion geblasen und die Kölner fahren zur Meisterfeier auf den Borsigplatz in Dortmund. Wir sehen uns. Glück auf! Oh, hallo. Wenn ihr mehr von den Mitternachtsspitzen sehen wollt, dann abonniert den Kanal oder klick hier oder da oder hier oder ihr wisst schon.